Im November 2011, als der NSU aufgedeckt wurde, waren wir, glaube ich, alle ziemlich fassungslos darüber, dass eine rechtsterroristische Gruppierung über Jahre hinweg in Deutschland umherziehen, morden und rauben und Anschläge begehen kann, ohne dabei aufgedeckt zu werden. Und hierbei stellt sich eben schon die Frage, warum die Sicherheitsbehörden davon nichts mitbekommen haben, warum nach den Morden, nach den Anschlägen auch die Polizei nicht ermitteln konnte, wer die Täter sind. Und genauso wie alle anderen war ich damals einfach sehr erschüttert und fassungslos darüber, dass das in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland möglich gewesen sein soll. Wir haben uns dazu entschieden, einen Untersuchungsausschuss hier in Nordrhein-Westfalen einzurichten, gemeinsam mit allen Fraktionen, weil viele Fragen noch offen geblieben sind. Es hat ja schon den Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gegeben, der auch relativ viel aufklären konnte bereits, der viel angestoßen hat. Aber man muss leider sagen, dass der Bundestagsuntersuchungsausschuss nicht die Zeit hatte, um sich wirklich mit allen Tatkomplexen auch hier in Nordrhein-Westfalen so intensiv auseinanderzusetzen. Das sind ja die Tatkomplexe der Anschläge in der Propsteigasse und der Kolbstraße in Köln und eben dem Mord an Mehmet Kubaschik in Dortmund. Aber was als neuer Tatkomplex, oder es ist eigentlich keine Tat, sondern was als neuer Sachverhalt hinzugekommen ist, ist der Tod des V-Manns Corelli. Das war ein V-Mann des Bundesverfassungsschutzamtes. Der ist im April 2014 in Nordrhein-Westfalen im Kreis Paderborn umgekommen. Als grünes Ziel haben wir uns natürlich gesetzt, dass wir eine umfassende Aufklärung betreiben wollen, dass wir möglichst all das, was bisher in offenen Fragen noch da ist, beantworten können. Und dazu zählt eigentlich vor allen Dingen das Oberthema oder die Hauptfrage, gab es ein Unterstützernetzwerk? Diese Frage stellt sich bei allen Tatorten in Nordrhein-Westfalen. Aber neben der Aufklärung, die immens wichtig ist, wollen wir als Grüne insbesondere auch den Schwerpunkt setzen, Schlussfolgerungen zu erarbeiten, damit sich das, was sich da abgespielt hat, nicht nochmal wiederholt. Was heißt das denn jetzt konkret für die Konsequenzen, für die Sicherheitsbehörden, für Polizei, für Verfassungsschutz, aber auch für die Justizbehörden? Auch da müssen wir hinschauen. Was heißt das konkret für die Polizeiarbeit? Wie können wir Polizei da auch besser machen und zwar so gestalten, dass eben auch in einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund zukünftig ermittelt wird, dass es einbezogen wird und dass es eben nicht zu diesem Leid der Opfer kommen muss, dass sie über Jahre hinweg verdächtigt werden? Also wir wollen hier auch die Opferperspektive mit einbeziehen. Wir hoffen, dass wir hier ähnlich wie im Bundestag auch gemeinsame Handlungsempfehlungen beschließen können, weil das wirklich ein Mehrwert wäre, auch für die gemeinsame Arbeit gegen Rechtsextremismus in der Zukunft. Wir haben hier vor einem Jahr im Landtag von NRW ja schon ein neues Verfassungsschutzgesetz beschlossen. Das war auch eine Konsequenz aus dem Aufdecken des NSU. Und was wir als erstes Bundesland gemacht haben, es gibt jetzt einige Bundesländer, die ziehen nach in der Diskussion. Wir haben die Richtlinien für den Einsatz und die Kontrolle von V-Leuten in das Gesetz geschrieben. Das heißt, es ist jetzt gesetzlich festgeschrieben, wann welche V-Leute wo eingesetzt werden dürfen. Und ich meine, das ist schon ein ziemlich wichtiger Schritt, den wir da auch gegangen sind. Aber daran dürfen wir jetzt halt nicht stehen bleiben an diesem Punkt, sondern wir müssen natürlich jetzt auch darüber reden, was heißt das eigentlich für Polizei, was heißt das für Justiz. Auch da müssen wir Konsequenzen ziehen und das wird jetzt eben auch die nächste Aufgabe sein. Im Deutschen Bundestag hat man es ja geschafft, 47 gemeinsame Handlungsempfehlungen für die Sicherheitsbehörden und auch für die Präventionsarbeit zu erarbeiten. Das ist ein großes Fund, mit dem man wuchern kann. Also eine gute Grundlage für die Arbeit gegen Rechtsextremismus, weil alle Fraktionen dahinter stehen, es gemeinsam beschlossen haben. Und ich hoffe, dass wir das auch in Nordrhein-Westfalen schaffen. Also einmal, dass wir wirklich gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen, aber auf der anderen Seite auch die Handlungsempfehlungen des Bundestages jetzt runterbrechen auf die Landesebene und konkret überlegen, was heißt das eigentlich für die Polizeiarbeit und was müssen wir hier ganz konkret dann auch umsetzen. Thank you.